Business-Beispiel, heute wieder mal ein ganz tolles. Ihr seht, ich bin auch wieder im Wald und auch ich habe da meine besten Ideen, Gedankenblitze. Man könnte auch sagen, die besten intuitiven Gedanken. Wir sagen ja immer, dass ihr nicht euer ganzes Leben ändern solltet, sondern einfach die Strategie in einigen Bereichen. Und wenn man da mal das Thema Job betrachtet, ich bringe euch gleich ein schönes Beispiel dazu, heißt es nicht immer, dass das, was ihr macht in dem Job, nicht das ist, was ihr gerne tut oder nicht gerne tut, wenn ihr euch nicht da wohlfühlt, sondern es geht manchmal einfach darum, wo ihr das tut, mit wem ihr das tut, in welchem Team ihr gerade seid, in welchem Unternehmen, in welcher Firma, ob ihr selbstständig seid, angestellt, vollkommen egal. Und zwar, einige von euch sind wohl Kinder der 80er und 90er und euch sagt bestimmt Blümchen noch was. Jasmin Wagner, wie wir seit vorhin wissen, heißt Jasmin Wagner oder nennt sich Jasmin Wagner jetzt wieder Blümchen. Und das haben wir vorhin gesehen und ich so, Markus, macht die das jetzt wieder? Und ich natürlich direkt am Handy gegoogelt, ja, sie tut es seit April, glaube ich. Ich verlinke euch auch mal den Artikel hier unter dem Video oder über dem Video, je nachdem, wo das ist. Und zwar, sie hat sich damals wohl gefühlt und war aber ihrer Plattenfirma Rechenschaft schuldig. Sie hatte nicht das Team, sie konnte nicht das machen, was sie wollte. So, und jetzt hat sie ein anderes Team, sie hat ein kleineres Team, sie ist keiner großen Firma mehr Rechenschaft schuldig, hat gesagt, so, jetzt kann ich machen, was ich möchte. Ja, und jetzt tritt sie wieder als Blümchen auf, hat ein bisschen was an ihren Texten bzw. an der Musik geändert und jetzt ist es ihrs. Super Erfolg, hat sogar noch eine neue Single herausgebracht. Alle haben wohl gesagt, das steht in dem Artikel, daher weiß ich das, Mensch, und du brauchst Vorbereitung und Marketing und was weiß ich. Und sie hat gesagt, nee, ich mache das einfach, ich will keinen Chart-Hit landen, sondern ich möchte einfach vom Herzen an mein Publikum gehen, hat das gemacht und jetzt ist das Lied eben halt trotzdem in den Charts. Ja, was möchte ich damit sagen? Überlegt einfach mal, das, was ihr tut in dem Moment, im Job, im Business, egal wie ihr es auch immer nennt, wenn euch das wirklich gefällt und ihr euch aber nicht wohlfühlt in dem Moment, überlegt einfach mal, was ihr genau ändern könnt, ob ihr die Firma ändern könnt, ob ihr vom Angestellten in das Selbstständigenverhältnis gehen könnt oder als Selbstständiger arbeitet und lieber angestellt sein möchtet oder ob ihr ein Team irgendwie gerne anders hättet oder im Team arbeitet und lieber alleine arbeiten würdet, macht euch darüber einfach mal Gedanken. Wenn ihr die Sache an sich liebt, ist das gut. Und das ist die Hauptsache. Auch wenn mich viele fragen, Mensch Michaela, du hast doch mal Versicherungen verkauft. Ja, mache ich auch teilweise heute noch. Nur früher war das eine andere Geschichte. Heute mache ich das, weil es mir Spaß macht, weil ich eben Versicherungsfachfrau bin. Das war mein früheres Berufsleben, für diejenigen, die mich früher nicht kennen. Ich habe das auch früher schon gerne gemacht, aber früher musste ich mir immer Gedanken machen, wie viel Umsatz muss ich machen, welchen Umsatz muss ich machen, wenn ich mal einen Monat weniger Umsatz hatte, bin ich dann überhaupt noch vom Titel her diejenige oder dann eben nicht mehr an einigen Stellen. So, und das ist heute alles nicht mehr. Heute kann ich wirklich zu 100% machen, was ich möchte, kann auch überhaupt tun, ob ich möchte oder ob ich nicht möchte. Wenn ich mal 2, 3, 5 Monate gar nichts mache, dann ist es auch vollkommen okay. Ja, und das zeigt mir immer wieder, dass es auch bei jedem anderen, bei euch auch möglich ist, einfach zu überlegen, wenn das passt, was ihr tut im Job, für euch, für euer Herz, für euer Bauchgefühl und ihr fühlt euch in der Situation an sich nicht wohl, überlegt mal, was ihr ändern könnt. Am Außen, nicht an dem Thema, sondern am Außen, so wie ich es vorhin gesagt habe. Und wenn ihr Fragen habt, da ist der Markus unter Umständen euer Ansprechpartner im Thema Herzensbusiness, weil der ist ganz gut im Bereich berufliche Prävention. Das verlinken wir euch auch gleich nochmal mit und ansonsten würde ich sagen, wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.